einfach Streetfood vor der Haustür. Gehen Sie denn? Knoblauch für 3 Monate. Hallo Leute, hier ist Hazel. Im heutigen Video kaufe ich alles, was mir angeboten wird, vor meiner Haustür. In Vietnam gibt es nämlich das Konzept des fahrenden Verkaufens. Und zwar gibt es hier einige Menschen, die sehr viele leckere Sachen verkaufen, indem sie einfach durch die Nachbarschaft oder durch Wohnsiedlungen fahren. Das bedeutet, ich werde heute einfach ganz simpel den ganzen Tag zu Hause verbringen und das kaufen, was vor meiner Haustür verkauft wird. Pünktlich um 6.30 Uhr habe ich Frühstück bekommen. Krasses Brötchen auf jeden Fall. Dann habe ich auch noch Klebrei und noch ein Dessert. Kommen wir erstmal zum Soy. Das ist auch eher süßlich, wie ihr sehen könnt. Hier sind so Kokosraspeln, schwarze Bohnen, rote Bohnen. Oh mein Gott, das zum Frühstück ist irgendwie so voll klebrig, voll anstrengend zu essen. Auf jeden Fall, das Soy, also das Klebreis, hat eine ganz normale Basis, ein ganz normaler Geschmack. Nur diese Kokosraspeln und der Rest machen das zu so einer Art Süßspeise. Aber ansonsten ist es relativ neutral. Und hier haben wir auch etwas ganz Besonderes. Es ist eine Art Süßspeise, wie schon gesagt. Und da ist eine Füllung drin. Also das Äußere ist wie der Klebreis. Also Klebreis wird gerne zum Frühstück gegessen oder auch als Süßspeise. Und mittendrin sind ein paar schwarze Bohnen. Ich muss echt sagen, das hier ist süßer als das. Aber ist okay, schmeckt lecker. Okay, krass. Ich habe gerade noch etwas entdeckt. Und zwar ist hier eine Tüte Zucker. Und ich weiß gar nicht, wofür das jetzt ist. Für das hier, für das hier, für das Brot. Keine Ahnung. Ich glaube, das Brot hebe ich mir für ein bisschen später auf. Vielleicht kommt im Laufe des Tages noch irgendwas mit Eiern oder irgendwas, damit ich das Brot belegen kann. Ich habe nämlich nichts zu Hause. Cái này 18.000. 18.000, okay. Về một ký, cái này. Cái này 10.000. Ok, một quả bí nữa. 10.000. Oh, cảm ơn, cảm ơn. Gerade kam der Gemüseverkäufer und ich habe hier für 38.000 Dong Gemüse gekauft. Ich habe 3 Tomaten, ein Kürbis, Okraschoten und dann habe ich noch einfach Schnittlauch und Petersilie geschenkt gekriegt. Koriander meine ich natürlich. Damit kann ich jetzt meinen Gemüsehaushalt aufstocken. Ja, also ich muss sagen, ich finde es richtig krass. Man kennt es ja, dass man so Gemüse und Obst auf der Straße in Vietnam kaufen kann. Aber direkt vor der Haustür, das ist ein Service. Ich dachte, Momotki. Okay, ich habe mir hier 1 Kilo Mangos gekauft für 27.000 Dong. Und er hat mir extra eine sehr reife gegeben. Die hebe ich aber auf für Smoothies. Und 2 etwas kräftigere, unreifere, die esse ich jetzt mit Chilisalz. So wie man das in Asien macht. Okay, ich habe jetzt 2 Kokosnüsse. Es ist tatsächlich jeden Tag anders. Jeden Tag ist eine andere Überraschung. Aber ich bin froh, dass heute Kokosnüsse mit dabei sind. Also erstmal gönne ich mir die gesunden Fette von der Kokosnuss. Also nicht das Kokoswasser, sondern das Kokosfleisch. Und das Kokosnussfleisch schmeckt ganz, ganz anders. Ihr kennt vielleicht diese Kokosnussstückchen, die man so bei Rewe kaufen kann, diese ganz trockenen, wo man denkt, dass man fast stirbt. Also meine Mutter hat sich einmal dran verschluckt und dann konnte sie nicht atmen, es war alles so trocken. Dann hatte sie sogar Zuckungen in den Armen gekriegt und sie dachte, das war der Moment, an dem sie stirbt. Und seitdem ist sie übrigens keine Kokosnuss mehr, aber dieses Fleisch hier drin ist extrem jung und weich. Gönnt euch mal, wenn ihr die Gelegenheit bekommt. Okay, Leute, es ist jetzt schon 11 Uhr. Es ist schon sehr viel passiert, auch wenn es erst 11 Uhr ist. Ich hoffe aber, dass heute noch irgendwas kommt, zumindest gleich irgendwas kommt, was ich zum Mittag essen kann, weil sonst wird es problematisch. Leute, ich glaube, das wird nichts mehr. Es ist auch schon fast 12 Uhr. Das bedeutet, es ist gerade der wärmste Zeitpunkt des Tages. Vielleicht könnt ihr es sehen, die Sonne steht. Und dementsprechend arbeiten die Menschen mittags nicht. Also in Vietnam macht man sehr viel Mittagsschlaf zum Mittag. Es ist so wie so eine Mini-Siesta. Aber ich garantiere euch, abends wird es sehr, sehr viele Snacks geben. Die habe ich bis jetzt noch gar nicht getestet, extra für dieses Video aufgehoben. Jetzt muss ich gucken, dass ich was zu essen finde. Ach ja, Brot habe ich ja auch noch. Hab noch nur noch eins. Mein Kind hat das andere gegessen. Dieses Banh Mi bzw. Baguette-Brot haben wir tatsächlich wegen den Franzosen. Ich finde, es ist schon sehr anders zu deutschem Brot. Es ist irgendwie so extrem fluffig. Viele Vietnamesen, die ich kenne, die so frisch nach Deutschland kommen, die sagen dann immer so, ja, ich kann euer Schwarzbrot nicht essen, ich kann euer Brot nicht essen. Es ist so trocken und nicht weich. Und ja, die sind halt daran gewohnt, sowas zu essen, so milchbrötchenartige Baguettes.
die nicht süß sind. Und das ist dann wohl mein Mittagessen. Knoblauch für 3 Monate. Hater würden sagen, mein Mittagessen ist gekommen. Oder, Hazy, du hast den schönsten Blumenstrauß der Welt. Ihr könnt euch eins davon aussuchen. Auf jeden Fall ist das das teuerste heute. Es hat 95.000 Dong gekostet. Aber ja, ihr wisst Bescheid, man kann von diesem Knoblauch sehr, sehr lange leben. So lustig, oder? Einfach Streetfood vor der Haustür. Im wahrsten Sinne des Wortes Streetfood, Leute. Es gibt jetzt was mit Mais und Hühnereier mit Salz irgendwie. Ich weiß wirklich gar nicht, was das ist. Auf jeden Fall ist es Klebreismais. Das ist kein normaler Mais, sondern so ein klebriger. Da drin sind auch so getrocknete Garnelen. Ja, ich probiere das mal schnell. Es ist übertrieben süß. Irgendwie finde ich, passt das gar nicht dazu, weil es wurde ja halt so in Butter gebraten und für mich ist alles, was gebraten ist, muss irgendwie salzig sein. Genau, aber ich werde es natürlich aufessen, sonst ist das hier keiner. Okay, Leute, ich habe das jetzt noch mal probiert. Es ist doch keine Süßspeise an sich. Es ist auch salzig und deftig, vor allem, wenn man einen Happen mit hier Garnele nimmt, ist es sehr so salzig. Es ist die typische süß-salzige Kombination, die hier im Süden gefeiert wird. So wie süßes Pho. Hier habe ich noch Eier und er meinte, das ist irgendwie salzig. Seht ihr das? Das war schon mal offen. Ich war schon mal auf und dann hat man noch irgendwas so reingestopft. Auf jeden Fall sind die Eier sehr, sehr heiß. Das heißt, sie sind nicht roh. Okay, das Ei ist ein bisschen so mehr gelb als sonst. Hier ist das Loch, was vorher gemacht worden ist. Ich habe ihn so gefragt, was ist das? Er so, ja, irgendwas Hühnerei mit Salz. What the? Ist es dieses tausendjährige Ei? Nee, ne? Aber in sehr frisch. Es schmeckt nach einem sehr, sehr salzigen Ei. Finde ich geil, dass man nicht extra Salz und Pfeffer drüber machen muss. Fragt sich nur, warum hier eine graue Farbe ist. Und werden wir hier drin eine kleine Überraschung erleben? Hä? Haben sie das Eigelb rausgeholt? Und das ist die pure Proteinquelle. Hier ist einfach kein Eigelb drin. Ich finde das richtig, richtig lecker. Es schmeckt nach Ei. Sonst ist Eiweiß ja immer dieses fade Ding und man will ja zum Eigelb kommen und so. Aber irgendwie ist das voll geil. Okay, Leute, ich habe hier heiße Sojamilch aus der Tüte. So wie man das noch von früher kennt. Von vor 10 Jahren. Und dann habe ich hier noch Tofu. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt Sojamilch trinken, aus der Tüte. Lustigerweise weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt trinken soll. Früher habe ich auf dem Markt auch so eine Tüte gekauft, aber die war wesentlich kleiner, nur so 1/3. Und dann konnte ich einen Strohhalm reinstecken. Ich glaube, hier wird es ein bisschen kritisch, wenn ich es aufmache. Platzt es doch gleich, oder? Deswegen mache ich es mal in ein Glas. Der Geschmackstest. Ist immer noch warm. Oh mein Gott, es ist überhaupt nicht süß. Die schmeckt auch super frisch. Ein bisschen anders als Sojamilch aus der Verpackung, wie ich es so in Deutschland kenne. Hier schmeckt man auch so den Geschmack der Sojabohnen raus. Also vielleicht habt ihr ja schon mal Sojasprossen gegessen. Und an den Sprossen am Ende, da ist ja noch so ein Keimling, Samending. Und so schmeckt es, so als ob das gepresst worden ist. Okay, Leute, und aus diesem Tofu hier werde ich jetzt mein Abendessen zubereiten. Tomaten, Koriander, Schnittlauch und sogar den Knoblauch werde ich benutzen. Es wurde leider kein Reis geliefert, Leute. Gibt es bestimmt auch. Aber in unserer Gegend ist bis jetzt noch keiner gefahren. Deswegen muss ich Reis selber kochen. Reis und Tofu. Guten Appetit. Schön in einer Tomatensoße. Draußen höre ich übrigens, dass wieder dieser Mann da ist, der dieses Maiszeug verkauft hat und die Hühnereier. Aber ich hatte das ja heute schon. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Tofu anders schmeckt. Es ist aber wesentlich weicher, wie ihr sehen könnt hier. Aber auch in Deutschland kaufe ich nur asiatisches Tofu im Asiamarkt. Das feste Tofu aus dem Edeka oder so kann ich euch nicht empfehlen. Hi, Bingso. Ich weiß gar nicht wirklich, was es ist. Okay, ich habe auf jeden Fall hier 3 Sachen für 40.000 Dong gekauft. Baekjeong kennen wir eigentlich. Ich dachte, es gibt nur zu Neujahr Baekjeong, aber anscheinend gibt es das ganze Jahr Baekjeong. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht so weich an wie in Deutschland. Boah, nur Bananenblätter. Wo ist das Essen? Ah, hier kommen wir dann zu unserem Klebreiskuchen. Der schmeckt aber deftig. Tada! Also Baekjeong kennt man ganz klassisch mit einer grünen Bohnenfüllung und ganz klassisch irgend so ein Stück Fett.
vom Schweinebauch. Bäh. Ich probiere mal das äußere Stück. Es schmeckt ultra weich und voll zart. Also das kenne ich gar nicht. In Deutschland Neujahrsfest ist, machen die Vietnamesen auch das Bánh Chưng selber. Aber nie so gut. Und dann habe ich hier Bánh Gió. Ist auch in Bananenblatt und alles dreieckig. Ich weiß gar nicht, Bánh Gió heißt bestimmt, da ist auch irgendwie Hackfleisch drin. Bei Bánh Gió ist die Konsistenz mehr so Geleeartig. Mhm. Geschmack schwierig zu beschreiben. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr salzig. Schmeckt sehr viel nach Bananenblättern, obviously, weil es darin eingewickelt worden ist. In der Füllung ist aber auch hier Hackfleisch und Morscheln drin. Keine vegane Version. Okay, Leute, ich glaube, das war's für heute. Wir hatten heute leider einen etwas regnerischen Tag. Deswegen glaube ich, dass heute niemand mehr vorbeikommt. Aber ich finde, wir haben heute sehr, sehr viel gekauft. Die Regeln waren ja, alles zu kaufen, was mir angeboten wird. Das habe ich gemacht. Weitere verrückte Sachen, die mir die letzten Tage unter die Augen gekommen sind, aber heute leider nicht, sind unter anderem zum Beispiel Messerschärfer oder auch so ein typischer vietnamesischer Handfeger. Dennoch, ich hoffe, ihr habt durch mein Video weitere neue vietnamesische Gerichte kennengelernt. Ich auf jeden Fall. Also wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht den Daumen nach oben und vergisst nicht auch mir gerne auf Instagram, TikTok, Twitch zu folgen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.